Heute wollen wir über URIs, Uniform Resource Identifier, reden. Wir sind damit jetzt im Kapitel 4 der Vorlesung angelangt, in dem Kapitel, wo es um die Webtechnologien geht. Wir hätten natürlich das ganze Web unter Anwendungs, das ist ja auch angesiedelt auf der Anwendungsschicht des Internetprotokollstacks. Wir hätten das hier in diesem Kapitel 3 mit abhandeln können, da aber fürs Web so viele Dinge interessant sind, haben wir das in einem extra Kapitel zusammengefasst. Hier sehen Sie die Übersicht, was wir da besprechen wollen. Heute geht's los mit den URIs. Wir müssen dann das Grundprotokoll besprechen des Internets. Wir müssen die Markup-Sprache, mit der Internet, mit der Webdokumente beschrieben werden, sprechen. Das wird manchmal als die drei Säulen des Webs bezeichnet. Und dann befassen wir uns mit Cascading Style Sheets, also wie kann man die Dokumente darstellen, mit XML, wie kann man auch Dokumente gestalten, sodass sie maschinenlesbar sind, weiterverarbeitet können. Wir sprechen über Webprogrammierung, Webservices, wollen uns dann mal im Detail angucken, wie Suchmaschinen funktionieren und dann analog, wie Peer-to-Peer-Netzwerke, Cloud Computing funktioniert und eine Vorlesung über dieses neue wichtige Gebiet des Semantic Web haben. Aber zunächst geht's los mit den URIs. Die Grundbausteine des World Wide Web, ist jedem klar, sind die Hypermedia-Dokumente. Hypermedia-Dokumente waren multimediale Dokumente, die verbunden werden konnten mit Hyperlinks. Daher der Name Hypermedia-Dokumente, die Hyperlinks, ein ganz wesentliches Kennzeichen. Auf diese Weise lassen sich an unterschiedlichen Stellen gespeicherte Dokumente, verfügbare Dokumente zu virtuell verknüpfen zu einem Netz von Informationen. Dieses ursprünglich sequenzielle Ansammeln von Informationen in einem Buch, wo man irgendwie einfach über die Reihenfolge entscheiden muss, wo kommt was hin, so ist hier über die Verlinkungsstruktur eine netzartige Verknüpfung möglich von Dokumenten. Um jetzt aber diese Einzelteile verknüpfen zu können, brauche ich ein Identifikationsschema. Ein Identifikationsschema für jedes einzelne Dokument, sodass ich, wenn ich so einen Hyperlink setze, eben auch genau charakterisieren kann, mit welchem Dokument das an dieser Stelle, wohin der Link führen soll. Wenn wir also jetzt über so ein Identifikationsschema da nachdenken, dann gibt es in der gesellschaftlichen Entwicklung zwei Vorbilder, die sich da ganz gut bewährt haben. Das eine ist, dass wir, wenn wir uns jetzt in der Gesellschaft ansehen, die Mitglieder der Gesellschaft über Namen identifizieren können. Diese Namen sind typischerweise lebenslang gültig. Sie sind oft nicht eindeutig, im Deutschen bei den vielen Müllers, die es gibt, aber typischerweise bleibt ein Name übers Leben erhalten. Es gibt da Sollbruchstellen. Bei Hochzeit ändert sich manchmal der Name und sehr viel seltener ändert sich auch ein Name, wenn einer Künstler oder in irgendeiner Weise meint, mit einem neu geformten Namen aufmerksamer oder erinnerbarer sein. Also Identifikationsschema Namen. Vorteil lebenslang gültig, Nachteil nicht eindeutig. Zweites Identifikationsschema, was sich in der Gesellschaft gut gebärt hat, ist Adresse. Nämlich die Anschrift, wo man wohnt. Die muss ja gemeldet sein, nicht? Damit ist man zuordnenbar. Die Adressen sind hierarchisch aufgebaut. Da geht es um das Land, in dem man wohnt, die Stadt, die Straße, die Wohneinheit. Das ist sehr eindeutig. Aber man kann öfters mal umziehen und man zieht im Leben öfters mal um. Also hier fehlt die Eigenschaft des Lebenslang. Das Identifikationsschema im Web sind die sogenannten URIs, Uniform Resource Identifier. Das sind die URIs und die URIs haben, diesem Beispiel folgend, was man in der Gesellschaft Zusammenleben der Menschen also irgendwie sich bewährt hat. Die URIs haben also zwei Ausprägungen. Die eine Ausprägung sind die Uniform Resource Names. Das ist also die Charakterisierung von Ressourcen im Web über einen Namen. Und die zweite Ausprägung, die wir im täglichen Leben arbeiten mit dem Web, die uns begegnet, sind die URLs. Die Uniform Resource Locator.
Und die identifizieren ein Dokument, ein Webdokument, über die Adresse. Über die Adresse, wo diese Ressource auf welchem Server und auf diesem Server, wo im Filesystem diese Ressource liegt. Auf der breiten Basis, auf der breiten im Leben des Webs, in der Entwicklung des Webs, haben sich die URLs bisher nur durchgesetzt. Wir werden nachher sehen, warum das mit den URNs ein Stück schwieriger ist. Wir haben genau die Vorteile und genau die Nachteile, die wir, wenn wir Ressourcen über die Ressource, über die Adresse identifizieren, wie wir das bei dieser Charakterisierung eines Mitglieds der Gesellschaft über seine Adresse haben. Das ist eindeutig, aber es gibt keinen Grund anzunehmen, dass über die ganze Lebenszeit dieser Ressource das der Ort sein muss, an dem die Ressource verwaltet wird. Zum Beispiel, wenn Sie eine Webseite haben in einer Firma und dann die Firma wechseln, dann muss auch und Ihre Ressource mitwechselt, dann muss auch die URL sich ändern. Die in der Praxis der URLs, Vorteil hatte ich gerade gesagt, die eindeutige Identifikation ist leicht realisierbar. Einfach den Rechner, der hat eine IP-Adresse, jeder Rechner in der Welt ist durch eine IP-Adresse, jeder Server durch eine IP-Adresse charakterisiert. Und jetzt muss ich noch dafür sorgen, dass klar ist, auf diesem Rechner, welches Ressource ist das, und da muss ich einen Pfad angeben im Dateisystem, wo das liegt. Nachteil, die Adressänderungen, die können nicht automatisch nachvollzogen werden. Die Frage, warum die Identifikation über Namen bisher nicht großflächig Einsatz gefunden hat, ich nenne nachher auch ein Beispiel, wo das schon versucht wird, damit zu arbeiten, ist einfach, dass so ein Namensdienst erforderlich ist. Wie wir das bei dem Domain Name Service kennengelernt haben, wo also eine Zuordnung von IP-Adresse und Domainnamen möglich war, so bräuchten wir hier für eine Identifikation der Ressourcen über Namen einen Name-Service, wo also der Name des Dokuments verknüpft wird mit seiner Adresse und wo ich dann aufgrund nach Konsultation dieses Dienstes dann auf den Rechner den entsprechenden zugreifen kann. Typisch greifen Nutzer im Web gar nicht so sehr über die URL zu, sondern mit den Hilfsmitteln, die der Browser so bietet. Also zum Beispiel kann man natürlich die URL eintippen. Manchmal ist das umständlich, wenn die lang sind, viel häufiger. Folgt man Links. Das heißt, die Stellen im Dokument, wo Links hinterlegt sind, sind markiert und durch einen einfachen Mausklick typischerweise unterschrieben oder eine Farbe hervorgehoben. Und diese Stelle klicke ich an und das heißt, automatisch wird das dann als ein Befehl, diese Information ranzuschaffen, verstanden. Es gibt andere Möglichkeiten, auf Dokumente zuzugreifen, zum Beispiel über das History-Verzeichnis, Bookmark-Verzeichnis, wo also die für den Nutzer interessanten Seiten, die er zuvor schon besucht hat, da die URLs abgelegt sind und auf diese Weise es dem Nutzer sehr bequem machen, auf solche Dokumente zugreifen.